Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail. Wir haben das letzte Mal den Laden unten gekauft, hier in der Innenstadt. Und der muss natürlich noch komplett fertig gemacht werden. Und vor allem, ich habe jetzt halt mir mal Gedanken gemacht. Das müsste jetzt halt verschwinden gleich wieder. Zack, genau, dachte ich mir. Und zwar habe ich mal überlegt, wie ich denn das mache mit diesem Shop. Und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert mit den Wänden. Ich habe es eben noch nicht gekauft. Das wollte ich nämlich mit euch gemeinsam machen. Ich möchte quasi den Laden auch etwas kleiner lassen. Und möchte im Grunde nur so vier solche Abteilungen machen. Im Grunde reicht es ja auch vollkommen. So, ich überlege jetzt halt nur noch, ob ich die hier vielleicht nochmal um eins größer mache. Das wäre jetzt halt noch das Einzige, wo ich sage, das wäre interessant. Ladenbereich hinzufügen, dass ich jetzt halt... Ah, das ist schön, wenn das mal ein wenig flutscht. So, das wäre so das Einzige, wo ich sage, das würde mir gefallen. Moment. Zack. Gut, das wäre jetzt schon mal eins. Wir haben ja den Eingangsbereich gemacht, wo man bei denen die Leute hier reinkommen, da rausgehen. Im Normalfall, also zu 95% ist das ja auch wirklich der Fall. Von daher ist es natürlich jetzt etwas schwierig, dass sich das vielleicht hier vorne so als Pulk bildet, was vielleicht eher nicht so optimal ist. Ich wollte im Grunde schon diese Wand hier in der Mitte lassen, so wie so ein Willkommensding. Es soll in jedem Bereich eine Kasse stehen. Ich denke, mit vier Kassen ist das absolut in Ordnung. Bei der Größe, das reicht. Jetzt ist nur die Frage, vielleicht macht man da nochmal eine Hauptkasse, eine fünfte oder sowas. Keine Ahnung, das soll so ein bisschen der, ja, die Eingangshalle sein, wenn man so will. Nur, was mache ich wo rein, ne? Ich habe schon gedacht, vielleicht so einen kleinen Schuhladen wieder. Weil solange ich nicht die... Ja, obwohl, wir könnten eigentlich sogar einen großen Schuhladen machen, dass man hier was reinmacht. Weil wenn dann die Damenschuhe noch freigeschalten werden, die Damenklamotten, dann könnte ich das da mit reinpacken. Überleg. Auf jeden Fall Computerstore wieder. Ich weiß, Lebensmittel werde ich auf jeden Fall noch nicht anfangen. Das wird noch ewig dauern, bis ich die Punkte habe in dem Konzept, um das zu machen. Hier vielleicht so einen kleinen Handyladen. Ich denke mal, das wird ganz okay. Na, und jeweils eine Kasse halt in den Bereichen. Vier Kassen, vier Bereiche. Das sind dann auf jeden Fall wieder 12 Leute auf jeden Fall. Plus die drei Springer, was wir für die Kasse brauchen. Aber ich würde das jetzt mal so machen. Richtig sehen tut man es meistens erst. Das sind 11.000, das geht. Ich habe ja 300.000 rübergeschoben. So. Aber was wir natürlich auch brauchen, das sind Mitarbeiter, ganz klar. Schön, insgesamt 6 Vorstellungen. So, was haben wir denn bei dir? Persönliche Merkmale. Wie gesagt, wir bräuchten eine Kasse, ganz wichtig. Das gefällt mir schon mal, weil keine Tippfehler mehr drin sind, ne? Was hätten wir denn positiv? Was hätten wir negativ? Für was bist du noch geeignet? Ich habe ja noch 2 so Dinger. Okay. Im Grunde ist die querbeet einsetzbar, ne? Ist dann schon wieder... Muss ich mal schauen, was noch kommt, weil ich brauche ja auch irgendwie eine Filialleitung. Schauen wir mal hier noch bei... Ach, keine Ahnung, Hosen fortsetzen. Ah, habe ich wieder einen Punkt bekommen, das ist gut. 10 Euro die Stunde, wie wär's? Ach, schade. 12,20 Euro, auch nicht. 13 Euro genau, hä? Ja, na also. Also die wird auf jeden Fall eingestellt, allerdings weiß ich noch nicht für was. Das muss ich mal abwarten. Ich lasse die mal noch komplett offen. So, der nächste Andreas Petersen. Habe ein paar YouTube-Videos auf Regaloptimierung gesehen. Also das könnte ein Verräumer sein. Wiederbeschaffung. Ansonsten nix. Jawohl, aber das ist doch gut.
Der hätte sogar einen Boost hier auf Verkauf, ne? Aber den werde ich hier drillen für die Begleitung. Für die Wiederbeschaffung. 7,63 Euro. Okay, aber nicht weniger. Alles klar, du wirst aber auch niemals mehr bekommen. Du wirst eingestellt. Ja, zurück bitte. Es ging vorher immer direkt zurück, in dem Moment, wo ich sie eingestellt habe, glaube ich. Das war... So, Melanie Breuer, 4 Jahre als stellvertretender Manager in einem Musikladen. Aha. Die könnte jetzt halt auch querbeet sein. Manager, das heißt Verkauf. Oh, ja. Was haben wir denn hier, positiv und negativ? Verärgert Kunden, also kein Verkauf. Kasse ist auf jeden Fall gut. Da die andere natürlich, die erste den Vorteil, dass die auch hier beim Marketing schon was hat, ne? Wir könnten es hier in die Kasse klatschen. So, fortsetzen. 10,50 Euro, jetzt war ich schon viel jetzt. Hier. Anstellen. Melanie wurde eingestellt. Jetzt muss ich mal die schnell einteilen. Also Melanie ist ja dann schon an der Kasse und Andreas, achso, der ist ja automatisch dann bei der Wiederbefüllung, klar. Der konnte ja nichts anderes. Nochmal 3. So, jetzt habe ich da nicht drauf geguckt, aber ist egal. Kasse wäre auf jeden Fall der Fehlerteufel schon mal wieder ausgemerzt. Der hat Bonus im Verkauf, hat aber hier gar nichts, ne? Okay. Das wäre ja wurscht, ne? Schauen wir mal, was er verlangt. Klar, sagen sie jetzt, okay, alles klar. Anstellen, dann bleibst du in der Kasse. So, beginne die Vorstellung. Weil so viel werden wir jetzt eh am Anfang nur nicht reinpacken, wahrscheinlich. Naja gut, ich kann ja reingehen in den Laden, dann können wir da schon mal anfangen, können die alle auf Schulung schicken, dann die nächsten einstellen, wieder in den Laden und den halt immer geschlossen lassen, ne? Weil aktuell brauchen wir es ja nicht unbedingt. So, Kasse. Macht Tippfehler. Warte mal, positiv, negativ, das sollte ich als erstes immer... Ah, okay, nichts für den Verkauf. Wiederbefüllung wäre auf jeden Fall möglich, ja. Dann machen wir dich als Warenbefüllung. Oh, die freut sich über 7,10 Euro. Maya Witt. Anstellen. So, Maya Witt. Gleich umswitchen hier auf die Wiederbefüllung. Da muss ich eh noch die Arbeitszeiten ändern, ne? Ist halt eigentlich schade, ne? Dass die, gerade im Verkauf, ich würde sagen, dass ich den tatsächlich in den Verkauf packe. Den musste ich halt nur auf die Schulung schicken, aber der hätte halt einen Bonus, ne? Das machen wir jetzt halt auch. Ich mache jetzt halt den Bereich A, Verkauf. Wo ich den einteil, weiß ich jetzt halt auch noch nicht. Ist aber auch egal. Weil dann schicke ich den nämlich gleich mal hier auf Schulung und fertig. Melanie nochmal angucken. Die verärgert halt Kunden, also im Grunde ist das nix. Die lassen wir auch wirklich an der Kasse. Die, ja, gleich auf Kurs schicken. Kasse, da gibt's keine Bereiche. Andreas Peterson schaue ich mir nochmal an, der kann ja nur... Ding, allerdings wäre der halt schon auch gut als Verkäufer, ne? Ja, das machen wir. Boah. Machen wir Verkauf. Aber in welchem Bereich? Ja, auch im Bereich A, weil mit irgendeinem Bereich muss ich anfangen. Und ich baue das jetzt halt Bereich für Bereich auf. Das glaube ich am vernünftigsten.
So, einschreiben. So, und die könnte tatsächlich die Managerin werden. Die könnte ich springen überall, im Grunde. Ich teile die jetzt mal für die Kasse ein. Das mache ich jetzt mal. Kasse. Äftel. Okay. Also Äftel Geschäftsführerin. Müsste man mal schauen, ne? Jo. Halt, warte mal. Wenn ich die alle auf Kurs schicke, kann ich dich nicht auch noch auf Kurs schicken? Na klar. Halt, warte mal. Doch ja. Machen wir. Die bleibt beim Einräumen. Halt, habe ich das eigentlich reingeschrieben bei ihr? Waren. Und auch Bereich A natürlich. Zack. Dann sind die schon mal alle gleich weg. So. 4 Jahre in einem Tierhandlung. Einen Hochschulabschluss in Werbung. Tja, Marketing ist dann der. Machen wir gleich einmal die 4 auf. Das wäre halt wieder, ne, charismatisch. Der hätte sogar hier ein paar Punkte. Gucken wir die andere noch an. Ja, aber wenn, dann Verkauf, würde ich sagen. Fortsetzen. 12,40 Euro. Bisschen weniger. Ja, komm. Ja. Ist halt gleich der teuerste hier, ne? Okay. Stefan Rieger. Anstellen. Wir müssen ja alles nehmen, was kommt jetzt, ne? So, Stefan Rieger im Bereich A, Verkauf und zack, ab mit dir auf Schulung. Das ist gut. Und sind die alle schon mal weg auf Schulung, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. So, jetzt überlege ich halt wirklich, wo ich anfange. Also, da ich ja Bereich... Ich gehe im Uhrzeigersinn, ne? Bereich A, B, C und D. Wäre das eigentlich so das erste Ding, was wir machen? Und das würde ich gerne komplett erstmal einrichten und auch mit Personal bestücken. Und dann in den Bereich B, C und D. Und dann geht es nämlich auch einen geregelten Gang. So. Aber was mache ich? Ich denke mal, dass ich da mit Klamotten anfange. Was anderes würde ich jetzt... Na, obwohl, wir haben schon das Geld, ne? Wir könnten ja auch da vorne in den Computerstore reinpacken oder sowas. Nur die Frage, was wir machen. Aber Computer sind halt eigentlich schon so ein paar Bringer, ne? Wir könnten jetzt halt hier mal wirklich gezielt einen kompletten Firestorm-Laden machen. Nur Firestorm-Artikel. Und dann wirklich auch nur das, was von Firestorm geboten wird. Es wäre nicht einmal so verkehrt. So, deswegen packe ich jetzt halt auch einmal... Davon gibt es ja 4 Stück, ne? Das ist, glaube ich... Das ist, glaube ich, der einzige, den es 4-mal gibt, oder? Nee. Ne, die gibt es auch 3-mal, ja. Das ist der einzige, den es 4-mal gibt. Alle anderen nur 3-mal. Auch bei den Lappis hier nur 3-mal, ne? Na, das wird eine dicke Bestellung. Alter, wenn ich da jedes Ding 3-mal mache. Und ich glaube, das ist schon nicht einmal schlecht. Ich will nur nirgends einen vergessen. So, das lasse ich jetzt mal ganz kurz. Zubehör. Firestorm.
Weil da gibt es schon auch einiges noch, ne? Da packe ich auch alles rein, das ist ganz klar. Die Autoscooter-Maus. Ist aber von den Kollektionen her, ist es sehr häufig, dass man also gerade hier jetzt halt bei Computer und Handy, dass man, ne, bei Computern hauptsächlich, dass man drei Stück hat im Sortiment. Bei den großen Dingern ist es ja noch nicht einmal so schlimm, weil du kannst ja ein Regal schön mit drei Böden und dann die drei Sachen rein. Bei sowas wie den Mäusen ist es halt, ne? Hast dir dann drei Stück, du kannst aber fünf Böden reinmachen. Ja gut, aber die kann man untereinander setzen, ne? So wie ich schon mal gemacht habe. Also quasi die Mäuse immer untereinander, jeweils einmal grün, einmal rot, einmal blau in fünf Reihen. Es geht schon. So, dann haben wir das hier alles. Dann Monitore, Firestorm. Im Grunde haben wir dann wirklich ein richtig schönes Sortiment für einen Firestorm-Shop. Da sind es jetzt halt vier, ne, bei den Monitoren. Aber da ist es jetzt halt, finde ich, auch nicht so schlimm, weil gerade diese großen Regale mit den seitlichen, das ist jetzt halt wieder nur dreimal, ne? Mit diesen seitlichen Teilen, ihr wisst schon, diese Blechregale, da passen halt genau insgesamt sechs Monitore rein. Wo ich ja dann von jedem Monitor quasi immer einen links hin, einen rechts hin. Genau, naja. Werden wir dann schon sehen. So, jedenfalls bei Monitoren würde ich nicht mehr machen wie zwei Stück. Nicht 12, 2. Ich glaube, da bin ich auch schneller, wenn ich es jetzt halt einfach mal so mache. So, da ist halt echt die Überlegung, ne? Ich bekomme, glaube ich, drei Monitore rein in einen, also drei Böden bei den Monitoren rein. Von daher könnte ich, boah, ich weiß, ich mache da auch mal zwei. Muss man das bloß irgendwie im Hinterkopf behalten, dass ich das auch dementsprechend dann mache. So, dann hätten wir überall hier zwei. Beim Zubehör, muss ich ehrlich sagen, weiß ich es noch nicht. Aber es gehen ja immer drei Stück pro Regal. Also machen wir da mal drei Stück als Mindestlager. Zack, zack. Ups. Ja, auch Tastaturen müssten ja drei Stück nebeneinander gehen in den Blechregalen. Da gehen, glaube ich, immer nur zwei nebeneinander. Deswegen mache ich da jetzt mal zwei, da auch. Dann passt es. So. Und bei den Computers, da gehen auch immer nur zwei. Was ich allerdings jetzt mit dem Vierer-Bundle hier mache, das kann ich auch nicht sagen. Weil da ist dann echt immer die Überlegung, wo setze ich die rein, dass das passt, ne? Die drei gehen halt im Grunde in ein großes Glasregal. So, da gehen auch immer nur zwei nebeneinander rein. Mal schauen, wie das ausgeht dann. Aber wir hätten dann erst einmal eins, wo nur Computer Firestorm drin ist. Bestellung, Mindestlager sind gerade mal 28.000 Euro, ne? Ah, und ich habe noch keine. Ich muss bestellen und dann muss ich erst einmal Lager hinstellen, ne? Habe ich ja auch noch nicht drin. Entschuldigung, die Liefereinheiten, die sind ja noch gar nicht drin. So,
bleiben morgen geschlossen, weil sonst kommen die Leute rein. Das wäre auch nicht so gut. Gehen wir mal ab in den Laden. Dann gehe ich erst einmal ins Lager. Lager, Liefereinheit, hier, zack. Ganz egal, wo die jetzt steht. Freilich kannst du liefern. So, schauen wir mal, ob er jetzt kommt oder nicht. Ich denke mal, mit zwei Liefereinheiten sollte das normalerweise klar gehen, oder? Jawohl, wir haben ja vielleicht hier noch den einen. Das müsste eigentlich gehen. Na, wo bleibt denn? Kommt er jetzt oder nicht? Der will nicht, oder? Hm. Machen wir mal. Lieferung ist da, okay. Ich musste das tatsächlich jetzt nochmal anweisen, weil das nicht da war. Naja. Gut, dann brauchen wir natürlich einiges auch an Lagereinheiten. Zack. Ja, moin Harry. Stell hin, wo es geht. Zack. Jawohl. Eigentlich könnte man sogar einen Bereich machen, so gesondert, ne? Wo nur die Lieferung reingeht und das Lager irgendwo anders verstecken. Wäre auch eine Möglichkeit. Es ist halt nur schade, dass es von den Dimensionen her mit den Regalen und so nicht so wirklich passt. Also ich kann in ein so ein Feld kann ich nicht wirklich viel stellen, ne? Design. Habe ich da Farben gespeichert? So ein Grau? Weil wenn ich mir das anschaue, ne, dann kann ich... Ich glaube, ich könnte noch nicht einmal zwei so Dinger hinstellen. Zwei Regale, oder? Ich meine, jetzt mache ich das schon so lang, das Game, aber... Doch, zwei Regale gehen halt gerade mal auf ein so ein Teil. Auf ein so ein Feld. Was ich ein bisschen wenig finde. Vor allem muss keiner an das Regal ran. Das ist ja noch das Nächste, ne? Das wird ja alles so entnommen. So. Ein ganz normaler Lagerboden eben. Und Wände, da habe ich ja meinen Favoriten. Warte mal, da könnten wir mal ein bisschen mit... Das hatte ich, glaube ich, schon mal so in der Farbe, ja. Wenn, dann machen wir es gleich, ne? So, stimmt. So, da muss ich jetzt wieder so dazwischen fummeln. Verdammt. Muss ich weiter hinter... Ja, das hätte ich vorher machen sollen, ne? Ach, sind wir schon. Gut. Yep. Lager ist gut. Dann
Die Decke, die mache ich wieder schwarz. Ja, okay, vielleicht nicht ganz schwarz. Vielleicht so dunkles Grau. Ja, das ist doch okay. Das schaut doch nach Lager aus. So, packen wir mal den ganzen Schmonz aus, schnell. Okay, dann gehen wir mal hier rein in den Laden, hätte ich gesagt. Obwohl, warte mal, wir könnten das auch da hinten, weil wir haben ja doch einiges an Rechnern, ne? Ich weiß nicht. Das Blöde ist halt wieder, dass die Mitarbeiter hier quer durch den Laden gehen, wenn die in die Pause marschieren. Einerseits eher egal, aber es wird halt dann wieder hier so ein Gerammel geben, ne? Im Grunde könnte man das hier als Firestorm-Laden machen. Das wäre ein bisschen mehr Fläche, was ich auf jeden Fall gut finde. Es ist eher so Bereich Schuhe, das da hinten ist eher so ein wenig Handy und das sind Klamotten. So mache ich das jetzt. Dann brauchen wir natürlich auf jeden Fall hier, zack, eine Kasse. Ganz klar. Und ich weiß, manche würden auch Supermarktkassen nehmen, aber ich finde einfach die hier am schönsten. Die finde ich einfach am geeignetsten, weil du die halt auch farbig, also mir gefällt die vom Design her halt am besten. Die anderen gefallen mir eigentlich gar nicht. Das ist so meine Lieblingskasse, aber das wisst ihr ja schon. So, Anzeige, Elektronik, Computer. So. Wir haben ja, bei Computern haben wir nicht wirklich neue Regale. Das hier sind die, wo auf jeden Fall insgesamt 6 Monitore drauf gehen. Das hier ist immer ideal für die Mäuse. Und das ebenso für anderes Zeugs. So. Machen wir doch einfach mal ein bisschen Regalauswahl. Auf jeden Fall welche davon. Ich platziere die jetzt einfach nur mal. Ich will die jetzt einfach nur mal hier drin haben. Die sind halt irgendwie unsinnig, weil man kann nicht wirklich was damit anfangen. Es passen halt 3 Dinger drauf. Es könnte man höchstens... Ah, doch, für die Brillen. Diese Virtual Reality Brillen. Da müssten 3 Stück eigentlich drauf gehen. Machen wir mal. Nein, da gehen tatsächlich nur 2 drauf, ey. Was, wenn ich das jetzt halt mal anschaue, die haben doch viel zu viel Platz. Das ist doch... Das ist nix. Das ist nichts, ist das. Nein, nicht rabattieren. Das ist jedes Mal, dass ich da drauf klicke. So. Was können wir denn noch? Das, in dem anderen Shop habe ich sie da drin gehabt, die Brillen. Das wird wahrscheinlich auch das Design, was wir dafür nehmen dann. So, ich stelle mir jetzt bloß einmal so eine Auswahl an Regalen hin. So. Nur die Frage, wenn man reinkommt, wahrscheinlich komme ich nicht drum rum, dass ich zumindest ein paar Artikel mit reinnehme von einer anderen Marke. Wegen den, na, diese Modems und so weiter. Warte mal, wie ist denn das, wenn ich... hier über Eck stellt. Geht das? Das wäre sogar jetzt nicht einmal verkehrt, dann wäre die Ecke sauber verkleidet, ne? Oh ja, warte mal. Die Kasse ist ja auch nicht fix. Die kann ja noch irgendwo stehen.
das gehört halt jetzt nicht mehr zu dem Laden dazu, ne, aber... Öfter mal was Neues ausprobieren. Das ist quasi so als... als Eingangsbereich. Ich kann ja die Wand auch noch mal verschieben, ne? Das ist ja nicht so. Das wäre ja egal. Ich muss natürlich jetzt meine Verkäufer dann umswitchen auf den Bereich B, weil ich ja gesagt habe, das da wird A sein. Ich mache das im Uhrzeigersinn. Und es wäre ja wurscht, wenn da vorne die zwei Felder noch sind, aber warum nicht? Fände ich jetzt halt nicht so verkehrt. Gefällt mir eigentlich als Eingangsbereich nicht einmal so schlecht, muss ich sagen. Man könnte die Kasse tatsächlich dann da hinten hinpacken. Wie ist es denn damit? Die sind ja in der gleichen Breite, ne? Und so richtig weit auseinander stehen sie auch nicht. Das wäre jetzt halt auf jeden Fall mal was Mögliches. So, von da hinten. Die sind halt durchsichtig, ne? Ja, oder? Ah, nee, das ist aber dann... Weil es ja verschoben ist durch die Wand. Aber okay, wenn man die weglässt... Da könnte man einen Aufsteller hinmachen vielleicht. Probieren wir das mal mit so einem... Dingen sie hier. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Das wird jetzt schon designt. Und hier vorne dran, dass das nicht so komisch ausschaut, die Ecke. Auch nochmal irgendwie. Schauen wir mal, wie der ist. Nein, der ist nix. Der wahrscheinlich auch nicht. Den hatte ich ja gerade. Nur der da ist schlanker, ne? Was sind denn die da überhaupt? Ein Pappaufsteller. Vielleicht dann doch so ein Regal noch? Könnte man höchstens so machen. Mal ganz würde. Ich tue mal den wieder weg. Das ist nix. Das ist gar nix. Wie ist denn das Teil? Ja, das ist doch mal was. Das füllt mir das Ganze ein bisschen besser aus. Und dann wäre der Eingangsbereich mal ein bisschen anders gestaltet als wie bisher. So, dann ist das hier doch eigentlich ein recht netter Bereich, wenn man reinkommt, wo man auf jeden Fall schon mal die Leute überfordern kann mit Zeug, was es gibt. Yes. So, und alles andere werden wir dann beim nächsten Mal machen, würde ich sagen. Leute, wenn es euch für heute gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da
Und täte mich freuen, wenn ihr dann morgen auch mit dabei seid, weil aktuell habe ich ja noch nichts aufgenommen mit dem Sandman, aber das wird hoffentlich heute der Fall sein. So, wie gesagt, Like da lassen, Kommentar da lassen und noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.